Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Titanfall. Achtung Piloten, hier spricht Ihr kommandierender Offizier Vice Admiral Graves. Ihr Arbeitgeber möchte Ihnen etwas sagen. Mr. Hammond. Können Sie mich hören, Graves? Ja, Sir. Sprechen Sie. Werte Mitarbeiter der IMC, ich wurde über den kürzlichen Verlust unserer für die Sicherheit von Demeter verantwortlichen Flugabwehr informiert. Ich versichere Ihnen, dass ich bereits Verstärkung aus den Kernsystemen auf den langen Sprung in das Grenzland vorbereite. Halten Sie heute den Hafen von Demeter und vereiteln Sie den verzweifelten Versuch, unserer Zivilisation zu schaden. Und Sie werden schon morgen die Früchte Ihres Tuns ernten. Vice Admiral Graves, die Welt liegt in Ihren Händen. Ja, Sir. Alle Piloten, bereit machen. Okay, und damit herzlich willkommen zurück zum Let's Play Titanfall. Ihr habt's gehört, es geht hier um sehr, sehr viel. Wir müssen diesen Planeten um jeden Preis verteidigen und natürlich mit einem Sieg nach Hause gehen. Jo. Der Planet sieht hier schon mal ziemlich dreckig aus, sag ich mal. Hier wird sehr viel, ja, gearbeitet. Wer will schon gerne arbeiten? Okay, aber, nun ja, hier ist die Industrie sehr weit vorangeschritten. Und ja, hier ist eine riesige Betankungsstation. Die Reisen zu den Kernsystemen zwischen IMC und dem Grenzland erst ermöglicht. Also wenn wir das verlieren, dann können die Rebellen in unser Heimatland eindringen. Und wir haben keine Chance, zwischen unserem Heimatplaneten und der Außenwelt noch zu interagieren. Graves an alle Einheiten. Demeter ist das Portal zum Grenzland. Die Miliz denkt, dass sie uns mit dem Angriff auf unser größtes Tankdepot aussperren kann. Korrigieren Sie diesen Irrtum. Graves out. Piloten, verteidigen Sie die Hardpoints. Wenn die Miliz den Reaktorkern überlädt, ist es aus. Also los! Los, los, los! Alle rein hier. Jetzt wird's ernst. Ich hasse das. Ist kein Spaß. Initialisiere Startsequenz. Separation bestätigt. Let's go. Seid ihr bereit? So, Soldaten haben wir ausgewählt. Und dann sollte es losgehen. So, Abmarsch. Oh Gott. Also Leute, strengt euch an. Es geht hier um sehr, sehr viel. Piloten, ab sofort übernehme ich für Sergeant Blisk. Das ist eine Hardpoint-Schlacht. Halten Sie die Hardpoints, damit wir den Reaktor abschalten können, bevor es zur Kernschmelze kommt. Wenn das passiert, wird Demeter durch die Kettenreaktion zerstört. Und die IMC kann auf Jahre keine Truppen in das Grenzland verlegen. Das wäre sehr, sehr mies, wenn hier eine Kernschmelze stattfindet. Und wir müssen das um jeden Preis verhindern. So, ihr seht es hier selbst. Es geht hier wirklich um sehr viel. Hier wird gekämpft ohne Ende. So, das Coole ist, man kann sich hier auch so an die Wand dranhängen, sag ich mal. Und hier ein bisschen rumgammeln. Ist schon nicht schlecht. Aber nach einer Zeit fällt man halt auch wieder runter. Ach so, das ist nur unser Roboter. Yo, läuft bei dir. Nein. Der hat uns gesehen. Schade. Aber weiter geht's. Sir, Milizverbände versuchen Energie zur Sprengung des Reaktorkerns zu leiten. Können Sie das verhindern, Spyglass? Natürlich, Vice Admiral. Aber Sie könnten sie manuell überladen. Das wäre auch blöd. Oh, mein Aim ist natürlich hier wieder sehr gut am Start. Okay, Sie haben die C-Flagge. Oder den C-Reaktor, sag ich mal. Whatever.
Verteidigen heißt jetzt hier die Devise. Oh. Schade. Aber wir haben unseren Titan. Let's go. Reaktorkernabschaltung bei 25%. Fortschritt weiterhin konstant. Nicht schlecht. Das war ein Gegner. Und jetzt ist er weg. Na toll. Da ist noch einer. Kriegen wir den? Kriegen wir den? Komm, 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 renn hier. Wir müssen alles geben. Zack, 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 zack. Oh, das ist unser eigener. Sorry. Okay, dann müssen wir erstmal die alle zerstören. Und draufballern, was das... Oh, was das Zeug hält. Und abhauen. Abhauen. Go, go, go. Weg hier. Mann, wo ist er hin? Er ist abgehauen. Der ist hier rein. Kann das sein? Oder außenrum? Keine Ahnung. Müssen wir aufpassen. Neue Gegner im Anmarsch. So. Nein. Los, los, los. Wir müssen wieder die Kontrolle über diese Gebiete gewinnen. Und zwar schleunigst. Los. Am besten ich springe hier mal raus. Ich muss hier rein. Anders können wir das nicht erobern. So, was machst du hier? Oh ja, du mieser Camper. Das hast du nun davon. Okay, das sind unsere Roboter. Ich sag mal hi. Hallo. Oh, er lächelt uns an. Oh, ist er niedlich. So, Titan, wo bist du überhaupt? Ach, da bist du ja. So, erstmal wieder einsteigen. Die VIP-Lounge. Und dann heißt's angreifen. Oh oh. Das ist nicht gut. Was? Noch ein Titan. Nein, nein, nein. Wie, Alter, wie viele Titans sind denn das? Raus hier, raus hier. Weg hier. Alter Schwede. Wie viele das waren. Ist gar nicht gut. Also an die Titans traue ich mich jetzt nicht ran. Da müssen wir schon mal schnell abhauen. So geht das hier nicht, Freunde. Das ist gar nicht gut. Das ist nicht gut. Oh oh. Oh oh. Bloß weg hier. Shiat. Das ist nicht gut. Oh. Nein, ich bin runtergefallen. Shit. Da kommen noch welche, da kommen noch welche. Okay. Schöner Doppelkill. Aber da draußen kommt noch einer. Oh, wow, wow. Hier ist einer, hier ist einer. Wo ist er hin? Okay, er ist weg. Schnell erstmal den Titan holen. Damit wir hier ein bisschen Verstärkung bekommen. Wird er nicht einfach? Komm hier. Hau ab. Oh, das war unserer. Sorry. Los, los, los. Wir müssen jetzt, Charlie haben wir ja jetzt. Jetzt müssen wir noch Bravo und Alpha einnehmen. Aber schleunigst. Komm, 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 komm. Hier, renn, 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 renn. Zeig mal, was du drauf hast. Go, go, go. Okay, ich bin bei Bravo und jetzt wird hier verteidigt. Und natürlich erstmal das Ding hier erobert, natürlich. Nicht vergessen. Wo sind sie denn? Ach ja, wir müssen ja hier rein, sonst geht das nicht. So. Erstmal hier ein bisschen hacken. Schick, 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 schick. Komm, Dell. Hack hier. Hack alles. Nieder. Also die Roboter und so weiter, die erinnern mich sehr, sehr stark an Star Wars. Richtig cool. Oh, der arme Shotgunner. Tut mir aber leid. Eingehende Übertragung. Mac Allen. Ja, mach. Wachen Sie auf, Marcus. Sie hätten mich vor 15 Jahren stoppen können. Stattdessen gab es mir das Schiff. Go, go, go. Ich habe den Mistkerl im Visier. Den hole ich mir. Bleiben Sie dran. Blitz, nicht schießen. Wenn Sie einen Kühlkreislauf treffen, fliegt der Laden in die Luft. Nur Nahkampfattacken. Okay.
Ja gut, das wird schwierig mit Nahkampfattacken. Mit Vergnügen. Aber gegen Messern habe ich natürlich auch nichts. Oh. Ich sollte hier ein bisschen aufpassen. Ich zerstöre die Bude hier noch. Das wäre ja nicht so toll. Da sind Gegner. Titan, wo bist du denn überhaupt? Los, abhauen jetzt. Komm, komm, komm. Los. Nein, sie aubern schon wieder, Alpha. Was ist das denn? Pass auf, Jungs. Naja, gut, aber gegen Camper. Ah, bin ich halt doch stärker, ne? Ich hab's halt drauf. So. Wo ist denn Alpha überhaupt? Ach ja, wir sind hier drin. Okay, ich dachte schon, das erobert wieder nicht. Okay, Alpha wurde erobert. Jetzt müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Oh, das sind Gegner. Das ist mies. So. Das Problem ist, die Waffen hier, die Anti-Titan-Waffen sind nicht wirklich stark. Meiner Meinung nach. Da braucht man schon 5 bis 10 Schuss, bis man mal so einen Titan erledigt hat. Und das ist halt recht viel, meiner Meinung nach. Okay. So, jetzt habe ich dich, Titan. Jetzt bist du fällig! Muhahaha! Zerstöre es! Haha. Oh, sorry. Sorry, sorry. Nein, hinter mir war er. Shit. Go, go, go! Wir wollen nicht evakuieren, wir wollen zerstören. Pass auf, da vorne ist einer. Ach ja, auf dir drauf. Gut, gut, gut. Pass auf jetzt, Jungs. Komm raus jetzt hier, wir müssen das erobern. Es darf nicht zu einer Kernschmelze kommen. Mein Gott. Nein, unter mir. Blisk, Sie können nichts tun. Steigen Sie ins Schiff und hauen Sie ab. Markus, ich habe den Reaktor auf Impulsdetonation gestellt. Jetzt kann kein Kühlmittel der Welt den Laden hier noch retten. Ach, Kacke. Beeilung jetzt. Schnell, 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 schnell. Die Abschaltung des Reaktors löst eine Impulsdetonation aus, die unweigerlich zur Zerstörung von Dimeter führt. Die Situation. Ja, ich weiß, das ist inakzeptabel ist, aber was willst du machen? Wir sind hier nur mit Noobs zusammen. Das kann so nichts werden. Die haben 3 Titans oder so. Wir wurden besiegt. Na toll. Piloten, der Kern wird instabil. Okay. Ein paar Bergungsschiffe. Na dann. Wir holen euch raus. Mach das. Negativ. Befehl wird hiermit widerrufen. Evakuierung. Was? Storniert. Verdammt, Spiker. Was zur Hölle soll das werden? Wir gehen alle drauf. Rotschiffe. Autopilot aktiviert. Erzwinge Sprung auf Sicherheitsabstand. Markus, Sie sagten mir vor 15 Jahren an Bord der Odyssey, ich soll das Schiff nehmen. Jetzt haben Sie dieselbe Wahl. Nein. Sie werden Ihnen folgen, Markus. Probieren Sie es. Sie können einem Ex-IMC vergeben. So wie mir. Er denkt wirklich, er kann Sie überzeugen, Sir. Sie los, haben Mac Allen. Es in der Hand, mein Freund. Nehmen Sie das Schiff. Nein. Heute der IMC-Hafen Dimeter von Rebellen der Miliz attackiert. Die Berichte sind unklar, aber es gibt Hinweise, dass die dortigen Tankanlagen während der Gefechte schwer beschädigt wurden. Unter den zahlreichen Opfern. Sie haben uns von den Kernsystemen abgeschnitten. Wir sitzen auf der falschen Seite fest, Sir. Ja, das stimmt. Der Verbleib mehrerer hochrangiger, an dem Konflikt beteiligter Offiziere, einschließlich Vice Admiral Marcus Graves, ist derzeit unbekannt. Na toll. Wir haben unseren tollen Planeten verloren. Jetzt wird es natürlich sehr, sehr schwierig, Widerstand zu leisten gegen die Rebellen, gegen den Widerstand. Okay, aber nun ja, wir müssen einfach alles geben. Wir werden das schon schaffen. Aber das ist jetzt wirklich die letzte Chance hier. Gemachte Männer,
das wird jetzt wirklich kritisch. Wenn wir das nicht schaffen, ich glaube, dann ist es für den Start vorbei.